baut sich was auf. Yo, ist gerade ein Blitz in mich reingedonnert. Kann ein Kristallbiom auf dem Planeten bauen. Oh, was ist denn hier passiert? Oha. Ja, Leute, willkommen zur nächsten Folge, zum nächsten Stream. Je nachdem, wie mein Cuttersen Folgen packen wird. Es ist Regenwetter heute. Alles komplett zerstört. Nein, vielleicht auch nicht. Ich habe hier vorne mal die Nacht AFK gestanden und ich dachte mir, wir können ja mal schauen, was da drin ist. Und zwar eine richtig ordentliche Ladung Eisen. Ich bin zwischendrin auch gekickt worden. Weiß jetzt nicht mehr genau, zu welcher Uhrzeit, wann, wie und wo. Aber wir könnten Folgendes mal machen. Wir könnten das Eisen, was wir haben, mal zusammenfassen, umcraften. Ach du Heilige, ist alles voll. Ich habe hier meinen Crafting-Tribleton da gepackt. Dann lagern wir das hier alles mal in Blöcken ein. Dann hier auch nochmal. Und ich habe jetzt insane viel Eisen mal wieder. 1, 2, 3, 4, 5 Stacks Eisenblöcke am Start. Ich habe ziemlich viel Stuff im Inventar, zwecks, Insel. Oh, Gewitter! Ach du Heide, hier geht's übelst ab. Und da hinten kommen wieder Zombies raus. Ja, 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 pass auf. Ich guck mal, ob ich heute Base weitergebaut kriege. Noch vieles mehr. Mal schauen. Romatra hat auch was eine Frage. Und wir gucken mal wieder, wie die Folge heute so vorangeht in der Stream. Let's go. Ich glaube, in 7 Stunden schaffen wir einiges. Und dort oben, ne? Baut sich was auf. Yo! Ist gerade ein Blitz in mich reingedonnert. Oh nein, da Skelettpferde unter mir. Skelettreiter und Skelettpferde, die in Superspeed hier langeiern. Guckt euch das mal an. WTF. Die sind übelst fix unterwegs. Ja gut, nee, Skelettpferde können ja nicht ertrinken. Das ist die andere Sache. Als ob eben gerade im Ozean, in mir drin, eine Skeleton-Trap. Ey-o. 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 Was geht ab? Ich sag euch eins, Skeleton Horses unterwasserisch sind ja der Horror. Die kriegst du doch nie nimmer. Oder hab ich den erwischt? Ja, toll, wow, jetzt hab ich das Pferd gekillt. Geht halt nicht anders, was willst du hier machen? Was war denn das? Ist ja komplett krank. Wollen wir hoffen, dass die da mal rauslaufen? Ich krieg die ja nicht kaputt, ich krieg die ja nicht vom Ross runter. Okay. Da unten ist auch noch ein Skeleton Pferd. Natürlich, guck mal, wie schnell die sind. Die sind insane schnell. Da hinten. Skelettpferd, mach nicht diesen. Ich hätte eigentlich gesagt, ja, komm an Land und so, ne? Dann kill ich den Reiter auf dir. Aber das ist ja unmöglich. Ich kann nicht mehr abschießen, kann ich gar nicht. Ich hätte nicht mal einen Bogen gehabt. Okay, also das war ein kleines bisschen gestört. Die leben jetzt halt einfach hier und das sind die Wächter meines Planeten. Die Wächter in der Tiefe, die den Planeten beschützen. Da sehe ich die ja. Gut, dann klettern wir mal hier hoch und schauen, wie der aktuelle Zwischenstand ist. Ich hatte hier noch einen Ring gezogen, weiter außen rum. Die Herr der Ringe oder sowas in der Art. Na, nennt man mich auch seit neuestem. Wir werden das Gerüst etwas vergrößern und dann noch Stück für Stück auffüllen. Hey, wir packen es gelegentlich in die Videos rein, die Buchwerbung. Muss aber ab und zu mal sein, man erreicht nicht mit jedem Video jeden Zuschauer. Deswegen auch hier nochmal, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, dieses Jahr gab es 2 neue Bücher, nämlich 201 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest und die Fortsetzung des Romans. Vielleicht ist es was für euch, sofern ihr die beiden ersten Teile jeweils schon kennt. Bisher Feedback sehr, sehr geil, würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Und weiter geht's. Ich glaube, es ist Zeit für eine nächste kleine Tourrunde und Enchantment-Runde und ich bin am Überlegen, über den Ozean zu fahren und Lapiserze aufzuspüren, die ich dann mit Silktouch abbaue und später mit Fortune einsacke. Und wir könnten hier mal schauen, ob wir hier Erze drin kriegen. Ach du Heilige, unter Wasser. Da sehe ich doch schon direkt ein Lapiserz. Das heißt, es lohnt sich hier zu suchen. Das auch nochmal eins. Warte mal, wie lange Zeit habe ich denn eigentlich hier? Mein Gott, ich kann ja insane lang tauchen. Respiration ist ja mal so nice. Leute, mir fehlt die ganze Zeit Lapis Lazuli-Erz. Das hole ich mir einfach, indem ich hier durchtauche. Wenn ich schon mal auf Tour bin. Ich kann mal für Deko wahrscheinlich nehmen, für alles. Ich kann ein Kristallbiom auf dem Planeten bauen. Ja, das darf ruhig Fantasy sein. Das heißt, ich nehme die komplette Geode jetzt mit. Außer natürlich die Budding Amethyst, weil die kann ich ja eh nicht, die gehen eh kaputt. Deswegen, dann kann ich die auch hier lassen, falls ich nochmal zurück will. Das ist relativ in der Nähe von meinem Planeten. Dann haben wir doch hier schon mal wieder Platz. Ich tu mal raus. Die Amethysten. Dann das Kupfer, das wandle ich jetzt gleich um. Dann die Glücksspitzhacke ist in meiner Ender-Chest. Die holen wir uns auch mal. Und dann schauen wir, ob wir gleich Upgrades machen können für erstmal Enchanten. Enchanten. Ich hab endlich genug Lapis. Das war der größte Punkt, woran es gehangen hatte. Looting Smite Schwert. Nächste Aufgabe für mich. Was fehlt mir sonst noch für ein Rüstungsteil? Also Helm war noch ein Fire Protection 3. Es ist Fire Protection 4, nehme ich.
So, jetzt geht's in Amboss erstmal rein. Der Helm kommt raus. Mein Helm plus der Helm. Machen wir Fire Protection 4 auf den Helm drauf. Aggression, Respiration, Unbreaking. Den nehmen wir mal. Okay, dann haben wir die Hose ist jetzt eigentlich schon perfekt. Kommt noch Mending. Helm ist eigentlich auch perfekt. Kommt noch Mending. Oh, ich habe noch kein Unbreaking fürs Schwert. Nehmen wir das mal. Und Smite. Oh ja! 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 Check! Smite 5, Unbreaking 3, Sweeping Edge. Da fehlt nur noch Looting. Und Mending. Looting 3. Oh mein Gott. Projectile Protection. Ja, aber ich muss sowieso jetzt einmal durch den Schaden, deswegen mache ich das mal. Ach, Featherfalling 4. Sowas aber auch. Direkt das erste Mal 24 in Schaden. Schon ist Featherfalling 4 drauf. Oha. Ist überhaupt nicht buggy, ne? Projectile Protection wird nicht drauf gemacht, weil Protection Priorität hat. Ist drüben. Ich habe alles, was ich brauche, Leute. Death Strider Protection, Unbreaking Featherfalling. Check. Ist das ein geiles Schwert? Das ist ein geiles Schwert. Sweeping Edge, Unbreaking, Looting 3, Mending, alles, was das Herz begehrt. Und vor allem Smite. Hier nochmal Mending drauf, die Schaufel hat bereits. Dann kommt der Helm. Dann die Brustplatte. Bei der sind die Level wenigstens noch günstig hier. Und auf die Schuhe haben wir jetzt auch alles. Und jetzt heißt es upgraden. So Leute, es ist soweit. Wir haben endlich, by the way, nur mal so nebenbei eingeschoben, unser Equipment mal priorisiert. Ich versuche, sehr viel Abwechslung zu bringen in den Streams, in den Folgen. Ich möchte nicht beispielsweise 12 Stunden nur einen Planeten bauen, weil das mit Abzählen ziemlich nervig ist. Ich möchte auch andere Dinge machen und hier und da mal überall einfach sein. Können wir das Zeug raustun. Wir haben jetzt, ja, das Netherite Scrap geschmolzen, was wir ausgebuddelt hatten. Insgesamt reicht das für 4 Sachen zum Upgraden. Dann haben wir das lauter Ingots, einfach mal sich viele sogar schon. Und wir machen mal Netherite Ingots. Und dann upgraden wir doch mal. Ne, stopp, warte, da brauche ich trotzdem mal 2 Eisen. Das haben wir hier. Ich habe nicht kein Smithing Table mitgenommen. Den kann ich aber hier drüben irgendwie daneben packen. Ne, kann ich nicht. Ich habe nicht keine Slabs mehr, um das abzudichten. Da, Smithing Table. Dann packe ich den auch gleich wieder mit ein. Wir machen folgendes. Ich glaube, ich farm gleich nochmal ein bisschen. Vielleicht, wenn ich irgendwie ein paar Leuten talk oder so, damit ich noch 2 weitere Sachen upgraden kann. Aber priorisiert würde ich sagen, Spitzhacke, die ich die ganze Zeit nutze zum Abbauen, ist ein Werkzeug, das brauchen wir immer. Netherite Upgrade fertig. Schwert zum Hauen, Netherite Upgrade fertig. Ich habe das Smite-Schwert drauf. Und 2 Rüstungsteile. Ich fange mal mit den Schuhen an und mit dem Helm, weil die haben die geringste Durability. Ist ja auch Wurst, früher oder später kommt alles dran und Abfahrt. Jetzt sehe ich sehr bunt aus, muss ich sagen. Also, wir brauchen noch für die Schaufel und für die Axt jeweils theoretisch, ne, ist Geschmack, eigentlich brauchen wir nicht wirklich für die beiden Teile. Also Rüstung und Priorität und dann machen wir noch das und dann haben wir hoffentlich gleich alles fertig. Okay. Oh, was ist denn hier passiert? Oha. Na? Kann man anbieten, oder? Oha. Oha, hä? Ey, Leute, ich habe absolut einfach Unlimited Render Distance. Ach, geil, Mann, ich finde das so gut. Ich finde das einfach so gut. Ich habe jetzt einfach Unlimited Render Distance. So, da wird jetzt reingeladen. Also hier ist so das Limit, wo man die Kugel sehen kann oder angedeutet sehen kann. Ich kann man den Planeten dann von dort vorne grob erkennen. Aber die Render Distance ist halt insane. Easy. Normalerweise würde ich jetzt die Kugel noch gar nicht mal richtig sehen. Und ich kann nicht nur die Kugel sehen, ich sehe sogar den Dschungel ganz nach da hinten. Ah, yes, das ist gut. So, dann als nächstes würde ich sagen, Rüstungs-Upgrades machen wir den. Und den, genauso wie den. Und wir haben Full Netherite fertig. Für die Arbeit am Planeten 1000 Mal als Max seine Farm. Ich sag mal so, die sind ein bisschen abwechslungsreicher, die Farben. Planet ist halt jetzt ein bisschen sehr trocken. Überleg mal, ich muss nebenbei einen Kreisgenerator nehmen und dann wirklich mal Block für Block abzählen. 5 Blöcke hier, 4 Blöcke da, 3 Blöcke da. Und beim nächsten Kreis ist es wieder anders und das halt für Stunden. So, das ist halt ein bisschen öder vielleicht. Aber wenn erstmal der Kreis steht, Leute, dann ist mir die Kreisform, also ist mir das Pattern egal. Ich kann von außen dann nach Lust und Laune dran dekorieren. Das muss ja nicht perfekt eben dann sein. Und
Das ist erstmal nur die Vorlage. Eigentlich geht es mir nur darum, einen großen runden Kreis hinzukriegen. Wenn ich das per Hand forme, habe ich am Ende da irgendeinen Klumpen hängen, der alles andere ist als rund. Weil das geht nicht. Du kannst nicht frei Hand eine Kugel in Minecraft perfekt bauen. Also das ist, gut, kommt wahrscheinlich auf die Größe an, aber 150, das kannst du knicken. Ich fand es beruhigend, das Spazieren von Dirt. Ja, das ist okay, wie gesagt. Den einen oder anderen Kreis, ich würde gerne, sehr gerne versuchen, im Stream bis auf die Hälfte zu kommen. Und dann dort mal so ein bisschen anzudeuten, wo wir unser Lager reinmachen werden. Und da auch schon mal vielleicht so grob die Form vor und Größe, dies, das. Ich stand die Nacht AFK an der Eisenfarm wieder. Weil mit Eisen lässt sich gut schmeißen. Nein, wir brauchen das ja für Hopper. Das Lager ist, damit wir wieder viele Hopper haben. Aber priorisiert, hier, das war das neue Portal. Aber priorisiert, werden wir versuchen, mit Wasserströmen zu arbeiten. Also eine Hopperei lassen wir weg, nehmen diesmal Wasserströme und Honigblöcke und sowas. Das heißt, eine Honigfarm muss rein. Vielleicht kann ich die auch schon direkt mit Plan integrieren oder eine Creeperfarm. Ich hätte gerne eine Creeperfarm, die von ganz oben bis über den Lagerraum geht oder sowas. In der Base und eingedingst. Na, gucken wir mal. Und ich wollte diese Season auch nicht den Goldshop machen. Den habe ich letzte Season gemacht. Ich versuche, die Seasons immer abzuwechseln. Weil es ansonsten nicht so spannend ist. Weißt du, ich könnte hier wieder meine Schatzkiste hinbauen, dies, das. Nee, nee, Leute, nee, nee. Wir brauchen ein paar verschiedene Dinge. Ich habe schon gesehen, ein paar Leute, die haben sich schon wieder denselben Shop geclaimed, wenn die das gerne wieder machen möchten. Okay, freut mich, dann kann ich wohl einkaufen. Aber ich, keine Ahnung, ich würde, glaube ich, nicht immer wieder dasselbe machen. Genau, ich werd Kupfer im Shop verkaufen. Wir machen einen Kupfershop. Ich habe die eine oder andere Kupferader. Ich weiß noch, wo eine zweite Kupferader ist, die ich ebenfalls plündern kann. Vielleicht auch bei der ersten, was Max übrig gelassen hat. Ich glaube nicht eigentlich, dass er nochmal dahin gehen wird und sich was holen wird. Da könnten wir ansonsten auch nochmal gucken. Da war bestimmt noch was übrig. Und vielleicht finde ich sonst irgendwo auch nochmal eine Kupferader, indem ich über den Ozean fahre, mich runterbuddel. Vielleicht sehe ich da spontan was. Da können wir mal schauen. Aber ja. Ja, das Ausleuchten, das frisst so viele Fackeln, weil die Ringe so groß werden. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich gar nicht mal das Gerüst jetzt mit Erde voll ausstatte, sondern einfach direkt von außen die Biome dran setze. Macht das Sinn? Einfach direkt von außen versuchen, Biome dran zu klatschen. Von unten ist aber eh schwierig. Das heißt, wir würden oben dann anfangen. Das heißt, oben bedecken und von unten, ja, mal gucken. Ich glaube, ich werde eine Plattform bauen unten. 150 mal 150 mit Blöcken ausstatten, auch nochmal ausleuchten. Und dann kann ich aber mit Scaffoldings hoch. Ja, angenehm ist es, wenn ich am Ende exakt auf den Punkt drauf zukomme wieder. So, boah, mein kleiner Finger tut mir langsam. Entweder stelle ich gleich mal Toggle ein oder so, oder das reicht hier auch schon wieder mit dem Bauen. Wie gesagt, dann haben wir unsere kleine Bauphase geschafft, wo wir hier die Ringe wieder weitergezogen haben. Also ist ja im Prinzip eine doppelte Kuppel von Klümmen. Ich weiß nicht, der Durchmesser war 127, ne? Die ist 151, also nochmals größer als die Kuppelklümmen von Graphic 7. Einmal einerseits größer im Durchmesser und doppelt. Es ist komplett krank. Es ist eigentlich auch zu viel schon wieder. Ich hätte es kleiner machen sollen. Aber kleiner sah so klein aus, sah so winzig aus. Ich habe ja einen kleinen Test gemacht in der Singleplayer-Welt. Und da sah das immer noch recht klein aus. Aber im Survival ist es halt eine andere Nummer. Ich würde sagen, einen Ring noch rein, nämlich hier oben als Vorlage. Und dann habe ich die untere Kugel komplett geschafft. 5, so, und den letzten. Check, wir haben den Kreis zu. Jetzt einmal ausleuchten. Und dann können wir mal gucken. Okay. Dann würde ich das erstmal so lassen. Und wir können uns dann wegen Lage Gedanken machen. Hier ist wirklich der Äquator. Da wäre die Mitte. Und da machen wir dann große Löcher oder Dinger, wo es reingeht. Und das wäre dann eigentlich, das wäre eigentlich wahrscheinlich schon so die Höhe vom Dings. Wie hoch ist denn das jetzt hier? Warte mal ganz kurz. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 8 Stück. 8 Blöcke. Oben 18, 16, 17 Blöcke. 17 Blöcke Deckenhöhe. Bis da. Das reicht eigentlich, oder? Da mache ich 17 Blöcke Deckenhöhe. Die Grundfläche an vier Seiten offen lassen als zum Einfliegen. Genau. Das ist der Plan. Damit wir im Äquator und den Planeten reinfliegen können, wo unser Lager ist. Natürlich wird das dekoriert. Vielleicht irgendwelche, ein Riesenloch im Boden oder so, wo reingebohrt wurde. Oder vielleicht ein Vulkan, wo man reinfliegt. Wobei Vulkan ein bisschen doof sein wahrscheinlich wird zum Bauen wieder.
Den Vulkan muss ich ja nicht einfach so bauen, ne? Ich muss den ja seitlich bauen. Oh, falsche Richtung. Lol. Ich muss den ja seitlich bauen. Der hängt, steht nicht oben drauf, der hängt ja an der Seite. So, ne? Da müssen wir mal gucken, ob wir da was Schönes hinkriegen. Was sehr förmig ist. Das weiß ich noch nicht.